Promiskuität, also sexuelle Erfahrung, macht Männer attraktiv und Frauen unattraktiv. Je höher ihr Bodycount, desto größer ist die rote Flagge, die sie schwenkt. Feminismus schadet Frauen drastisch mehr als Männern. Top-Männer lehnen ihn ab, ergo weniger Top-Männer für feministische Frauen. Frauen, die Männer verstehen wollen, verhalten sich typisch weiblich. Männer, die Frauen verstehen wollen, tun es auch. Was ist wichtiger, Status oder Aussehen? Wenn's um Beziehungen geht, ersteres, wenn's um One-Nighties geht, letzteres. Mit Eigenschaften wie Toleranz und Selbstlosigkeit können Frauen bei Männern in der Regel gar nichts anfangen. Macht ist das Aphrodisiakum Nummer 1. Wenn du eine Frau beim ersten Treffen möglichst schnell von dir abtörnen willst, dann berichte ihr von deinen Sorgen und Problemen. Emotionale Ausgeglichenheit, man könnte sagen Coolness, ist ein Zeichen für gesunde Testosteronwerte. Instabilität suggeriert Östrogenüberschuss. Frauen reden, Männer machen. Wenn du dir angewöhnst, mehr mit deinen Taten zu kommunizieren als mit Worten, wirst du die besseren Frauen anziehen. Attraktive Frauen haben dasselbe Recht, erfolglose Männer abzulehnen, wie erfolgreiche Männer das Recht haben, unattraktive Frauen abzulehnen. Selbstbewusstsein ist primär Männeraufgabe. Es gibt nicht eine einzige Frau auf dem Planeten, die einen Mann angezogen hat, weil sie selbstbewusst ist. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Video. Lass es mich gern wissen, wenn dir irgendwas einfällt. Und komm in meinen Premium-Bereich, also in meinen inneren Kreis. Das kostet aktuell nur 1 Euro. Und ja, dort gibt's dann weiterführenden Stoff. Ich danke dir fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.